Fast 6600 Zuschauer wollten am Sonntag das ewig junge Hessen-Derby zwischen den Löwen und den Huskies sehen. Die Fans der Frankfurter, die vor dem Spiel in der Derby-Bilanz 2-1 vorne lagen, gingen optimistisch in die Partie gegen Kassel. Ich denke mal, so mit 3-2 werden wir das Ding heimfahren. In den bisherigen 3 Derbys in dieser Saison hat jeweils die Auswärtsmannschaft gewonnen. Und auch diesmal legte das Gästeteam gut los. Gleich sein erstes Überzahlspiel nutzte Kassel im Spitzenspiel der DEL 2 zur Führung. Daniel Schmölz in der 6. Minute auf Vorarbeit von Adriano Gaziola mit dem 0-1. Danach dominierten zwar die Frankfurter, die Löwen konnten Kassels starken finnischen Schlussmann Mika Järvinen aber nicht bezwingen. In der Schlussphase des ersten Drittels hatte Kassels Gaziola bei einem weiteren Überzahlspiel der Huskies sogar das 0-2 auf dem Schläger. Er scheiterte allerdings an der Latte. Im zweiten Abschnitt die Löwen zwar mit Vorteilen, allerdings nicht zwingend genug. Bei den Frankfurter Möglichkeiten war Kassels Keeper Järvinen weiter auf dem Posten. Die größte Löwenchance des zweiten Drittels in der 31. Minute. Marton Wasch scheitert auf Vorarbeit von Lenny Gern. Trotz des weiter fehlenden Tores hatten die Löwenfans eine Hoffnung fürs Schlussdrittel. Wir sind hoffnungsvoll für die dritte. Mal schauen, was jetzt geht. Ich schenke mir gewinnen noch. Nach 48 Minuten eine gute Gelegenheit zum Ausgleich durch Nils Liesegang. Die Hoffnung der Löwenfans auf die Wende bekommt neue Nahrung, als bei Kassel gleich 2 Mann auf die Strafbank müssen. Aber selbst in doppelter Überzahl treffen die Frankfurter nicht. When you have a 5-on-3 in the third period, you need to capitalize, and that was the difference. Das war eine sehr, sehr gute Chance. Es war lange genug, aber halt diese Momente passieren auch. Ich glaube, wir wollten es. Wir haben auch gezeigt, dass die Welle da war. Wir hatten auch andere Chancen gehabt. Der Torhüter von Kassel war sehr gut heute. Mika Järvinen, die sich auch davon nicht beeindrucken, dass die Löwen kurz vor Schluss ihren Torwart für einen weiteren Feldspieler ausnahmen. Die letzte Möglichkeit zum Ausgleich vergab kurz vor Schluss Justin Kirsch. So siegt er auch im 4. Derby Frankfurt gegen Kassel die Auswärtsmannschaft. Frankfurt blieb erstmals in dieser Saison in einem Heimspiel ohne Tor. Ich muss sagen, wir haben sehr gut gespielt heute. Wir waren sehr konzentriert und haben leider unsere Chancen nicht genutzt, und das war halt der Unterschied, ja. We had opportunities with the power play, and ultimately our power play got outplayed by the penalty kill of Kassel, which at key moments made the big plays. Ja, es ist bitter, jetzt die falschen Fans feiern zu werden. Die Mannschaften sind eigentlich beide gleich stark, und die Unterschiede in alle 3 von den 4 Spielen ist ein Tor. So. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen Sieger und Verlierer in so einem Spiel. Nach dem Sieg im Aufsteigerduell hatte Tabellenzweite Kassel nur 12 Punkte Vorsprung auf Frankfurt. Die Löwen, die am Freitag gegen Bremerhaven ebenfalls verloren hatten, können mit Platz 4 und sehr guten Aussichten auf die Playoff-Qualifikation, aber mit dem bisherigen Saisonverlauf ebenfalls zufrieden sein.